So, einen wunderschönen guten Abend, werte Gäste. Freut uns, dass Sie so zahlreich zur vierten blauen Couch erschienen sind. Wir werden immer mehr, wie man bedenken, wie es angefangen hat, platzen wir ja bald aus allen Nähten. Ich möchte Sie im Namen der Firma Aqua Plesin Cosmetics AG begrüßen, bin der CEO der Firma und mache hier die Begrüßung. Mehr darf ich nicht machen, denn ich werde das Mikrofon jetzt abgeben an Frau Capellari, die Ihnen unseren heutigen Gast vorstellen wird. Ich hoffe, es macht Ihnen viel Spaß. Sie können viele Dinge mit neuen Einsichten nach Hause nehmen und dass wir vielleicht anschließend dann noch ein paar Gespräche führen können. Also, schönen Abend noch und viel Spaß bei der Veranstaltung. Also von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier bei uns auf der blauen Couch. Ich werde mich mal hier draufsetzen, weil das ist eigentlich das Thema von unserer Serie, die wir uns vorgestellt haben, im Rahmen von unserer Philosophie monatlich einen Vortrag zu machen, Sie zu informieren über Gesundheit, Natur, alternatives Heilen und alles, was eben dazu passt. Weil was machen wir? Wir machen Naturkosmetik auf der Basis vom aktivierten Wasser. Was ist aktiviertes Wasser? Aktiviertes Wasser ist ein normales Quellwasser, das eben durch ein spezielles, patentiertes Verfahren die Oberflächenspannung so hoch gemacht wurde, dass es auf der Haut alles eliminieren kann, was da nicht hingehört. Das sind Pilze, Viren und Bakterien. Und ich persönlich finde eben, das ist eine revolutionäre Sache, weil gerade jetzt in Zeiten von der WHO ja auch bekannt gibt und wir wissen das so, mit den ganzen Antibiotikaresistenzen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und wir hätten hier ein natürliches Produkt, wo eben viele Problemfälle bewältigen könnte. Auf dieser Basis machen wir eben Kosmetik in vielen Bereichen. Wir haben Cremes, Tages-Nach-Creme, aber auch Shampoo, Muskelbalsam. Falls irgendjemand Interesse hat, wir sind nach dem Vortrag dann noch hier, meine Kollegin und ich, wenn sich jemand informieren möchte, wir geben gerne Bescheid. Jetzt freue ich mich heute auf unseren Gast persönlich sehr, weil sie ist mir ins Herz gewachsen, Frau Dr. Angelika Geil. Hallo Angelika. Hallo Erika. Guten Abend. Ich darf du sagen, weil wir kennen uns, sie ist ein liebenswertes Mitglied unserer Familie. Angelika, du hast ja Geisteswissenschaften studiert, du hast an Universitäten gelehrt und bist jetzt eigentlich auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Wie ist es dazu gekommen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein darf und über meine Ideen sprechen darf. Und auch mein ganz herzliches Willkommen an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir werden einen spannenden Abend haben. Wie ist es dazu gekommen? Es ist richtig, ich bin eigentlich Wissenschaftlerin gewesen, reine Rationalistin, Atheistin. Habe aber schwere Krisen erlebt und ich sage heute, Krisen sind Chancen. So bin ich vor 13 Jahren in die Schweiz geflüchtet, in die Schweizer Berge und habe dort eine ganz andere Lebensphilosophie kennenlernen dürfen, die alles auf den Kopf gestellt hat, was ich bis dahin geglaubt hatte und habe angefangen, damit zu experimentieren, weil ich stand mit dem Rücken zur Wand, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und außerdem als Wissenschaftlerin experimentiere ich auch gerne und habe dann angefangen mit dieser neuen Lebensphilosophie, die besagt, dass ich nicht Opfer bin von meinen Genen, von meinem Körper, von mobbenden Chefs, schwierigen Mitarbeitern, Schwiegermüttern oder wem auch immer, sondern dass ich alles in meiner eigenen Hand habe, dass ich die Macht in meinem Leben bin, dass ich die Autorität in meinem Leben bin. So bin ich natürlich nicht erzogen worden, so habe ich vorher nicht gedacht und so denken die meisten Menschen auch heute noch nicht. Aber ich habe es ausprobiert und für mich herausgefunden, es stimmt. Das klingt wirklich sehr spannend und wenn ich ehrlich bin, ich habe es natürlich schon gewusst. Ich habe Ihr Buch gelesen, Meine Geschichte, wo Sie das alles erzählt und ich muss sagen, ich konnte das Buch gar nicht mehr aus der Hand geben. Es ist einfach spannend und vor allem wahnsinnig faszinierend, was man eigentlich alles machen kann, wenn man an sich arbeitet, wenn man dem Ganzen ins Gesicht schaut und auch annimmt.
Das ist ja nicht das einzige Buch, das du geschrieben hast. Du hast ja auch die AK-Strategie. Ist die AK-Strategie auch ein wesentlicher Teil, jetzt wenn es um Burnout geht? Genau, die AK-Strategie habe ich erstmal entwickeln dürfen aufgrund meines eigenen Leidensdrucks und habe festgestellt, dass man mit dieser Strategie alle Probleme auflösen kann. Ich nenne das Konflikte, Krisen, Krankheiten, Katastrophen. Und deswegen ist es auch ein ideales Instrument, eine ideale Strategie, um einen Burnout zu vermeiden und um einen Burnout aufzulösen. Das klingt sehr spannend. Also ich bin selber jetzt sehr gespannt auf deinen Vortrag. Freuen wir uns auf Dr. Angelika Keil und Burnout als Chance. Vielen Dank. Ja, Burnout als Chance, das hört sich erstmal ziemlich provokativ an. Und ich möchte auch gerne nicht einfach nur einen Monolog halten, jetzt hier für eine Stunde, sondern ich möchte Sie ganz herzlich hier halten. Nein, runter, ja. Ich möchte so. Nein, weiter runter. Weiter. Noch weiter. Ja, genau. Wow, super Mikrofon. Der Mund ist weg, der Mund ist weg. Okay, danke. Hört sich gut. Danke. Also, wo war ich stehen geblieben? Kein Monolog. Genau, ich möchte keinen Monolog halten, danke, sondern ich möchte Sie einladen, mich zu unterbrechen, Fragen zu stellen, Kommentare zu äußern. Die dürfen auch gerne kritisch sein. Ich weiß, dass ich oft provoziere und ich liebe diesen Austausch und ich denke, der ist für beide Seiten am befruchtendsten, wenn wir uns auch wirklich einbringen. Ja, wie können wir also einen Burnout zu einer Chance machen? Indem wir erstmal sagen, ich bekämpfe es nicht mehr, ich lehne es nicht ab, ich ignoriere es nicht, ich will es nicht unter den Teppich kehren, denn das machen die meisten Betroffenen im Anfangsstadium. Sie wollen es nicht wahrhaben und reißen sich unheimlich lange zusammen, um nicht aufzufallen. Aber dadurch verschlimmert sich das Ganze noch. Und ich würde einfach jedem ans Herz legen wollen, stattdessen hinzuschauen und die Chance wahrzunehmen. Und wie das gehen kann, möchte ich Ihnen gerne eben anhand der AK-Strategie zeigen, wie ich damit umgehe, mit den Leuten, die ich begleiten darf. Ich selber habe auch schon Burnout gehabt in den 90er Jahren, hatte damals leider die AK-Strategie noch nicht entwickelt und habe ziemlich lange damit ziemlich schlimme Dinge erlebt, rumlaviert. Aber heute würde ich sagen, wem die AK-Strategie gefällt, zusagt, der hat damit eine gute Chance, es viel schneller und leichter auflösen zu können, als er vielleicht meint. Ich möchte nur Angebote machen, das ist mir ganz wichtig. Mir ist klar, dass nicht eine Strategie für jeden Menschen in jedem Lebenszusammenhang die einzig wahre ist. Ich habe für mich herausfinden dürfen, dass es Methoden gibt, die mir mal gut tun und mal weniger gut tun. Und deswegen möchte ich auch niemandem meine aufdrängen. Wo ich mich darüber freuen würde, ist, wenn Sie gut in sich hineinspüren, was ich sage, ob Sie damit in Resonanz gehen, mit welchen Teilen Sie in Resonanz gehen und was für Sie nicht stimmt. Und wie gesagt, unterbrechen Sie mich gerne und stellen Sie Fragen oder rufen Sie auch Buh. Ich höre oft, das glauben Sie ja wohl selber nicht, Frau Keil. Ich liebe diesen Satz, weil dann kann ich argumentieren. Okay. Einhändig kenne ich das noch nicht. Danke, Elke. Die AK-Strategie. Besteht aus nur 4 einfachen Schritten und einem optionalen Zusatzschritt. Ist also ganz einfach. Ich habe nämlich festgestellt, das Leben ist viel einfacher, als wir das gemeinhin glauben. Wir machen es immer nur so kompliziert. Und die Basis der AK-Strategie ist die Beobachtung, dass einfach meine Erfahrung, alles was ich sage, ist ja nur meine Erfahrung, meine Meinung, dass ein Mensch, der nicht kämpft und die Dinge ablehnt, sondern sie annimmt und willkommen heißt und hinschaut und hinspürt, dass der in einen so
gelassenen, friedvollen, ruhigen, ressourcevollen Zustand kommt, dass von da aus jede Veränderung möglich ist. Und dieses Annehmen nenne ich die Liebe. Ist vielleicht erstmal ein bisschen kitschiger Begriff, aber es ist halt mein Begriff. Mit Liebe meine ich natürlich in dem Zusammenhang nicht romantische Liebe oder erotische Liebe, auch nicht die überschäumende, manchmal erdrückende Mutterliebe oder Vaterliebe, sondern damit meine ich wirklich dieses Annehmen, Akzeptieren, achtsam sein, hinspüren, wahrnehmen, hinschauen, statt bekämpfen. Jeder, der etwas bekämpft, behaupte ich, macht das aus einer Angst heraus. Das ist absolut menschlich und verständlich. Alles, was uns unangenehm ist, bekämpfen wir erstmal, ich auch. Unter den Teppich kehren, ignorieren, bekämpfen, weghaben wollen. Aber nach meiner Erfahrung, das habe ich 40 Jahre versucht, alles zu bekämpfen, hat mich immer mehr in den Abgrund gezogen. Nach meiner Erfahrung ist genau das Gegenteil die Lösung. Annehmen, was ist, was gewesen ist und was kommen mag. Weil es nämlich einen Sinn hat, eben die Chance. Also heißt es auch fürs Burnout, wenn ich im Burnout spüre, schon drin bin, aber auch um es zu vermeiden, gelten die gleichen 4 bis 5 Schritte. Wenn ich ein Burnout auflösen möchte, dann tue ich gut daran, wenn ich es nicht mehr bekämpfe und ignoriere, sondern annehme. Dieses Annehmen ist ja gleichzeitig auch das Loslassen. Ne? Loslassen von Kämpfen, von Anstrengungen. Wir sind immer noch bei der Basisthese. Daraus folgt natürlich dann alles andere. Und jetzt setze ich dem Ganzen noch einen obendrauf. Manche von Ihnen denken jetzt vielleicht, die Liebe, das Annehmen kann nicht die Lösung sein. Ich setze dem jetzt sogar noch einen oben drauf und behaupte, der ganze Prozess muss notwendigerweise mit der Selbstliebe beginnen. Also mit dem Selbstannehmen, mich selbst so annehmen, wie ich bin. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so funktioniere wie früher, auch wenn ich jetzt nicht mehr schlafen kann, wenn ich nervlich am Ende bin, wenn ich Konflikte am Arbeitsplatz habe, Konflikte in der Familie habe, wenn ich körperliche Symptome habe, Medikamente nehmen muss, mich schwach fühle, egal was für Symptome mein Burnout so zeitigen. Ich nehme alles an, was ist. Auch alles, was in der Vergangenheit gewesen ist. Ein Burnout baut sich normalerweise über lange Zeit auf, über Jahre, bevor man es bemerkt. Und alles, was kommen wird. Und dann komme ich nämlich in diesen ruhigen Zustand, in diesen friedlichen Zustand, von dem aus jede Veränderung möglich ist. Deswegen ist der erste Schritt der AK-Strategie dieses Annehmen von allem, was ist und was kommen mag. Und jetzt sagen Sie vielleicht zu Recht, ja, das ist aber gar nicht so einfach. Es geht mir ganz schlecht und bloß weil die Frau Keil sagt, jetzt nimm es an, kann ich das noch lange nicht. Richtig. Aber es gibt in der AK-Strategie eine sehr schöne Methode, meine Lieblingsmethode, die nenne ich Gefühlen allen Raum geben. Ich kürze immer gerne ab. Gefühlen allen Raum geben. Da kann man mit einer einzigen Sitzung, einer einzigen Übung in diesen entspannten, friedlichen, ressourcevollen Zustand kommen. Vielleicht meditieren Sie oder manche unter Ihnen, da haben Sie recht, auch mit Meditation können Sie in diesen friedlichen Zustand kommen. Wunderbare Methode. Es gibt also viele Methoden, um dieses Annehmen zu üben. Achtsam sein, Körperscannen, Selbstwahrnehmung, Focusing, Yoga. Es gibt viele, viele schöne Methoden, wie man in dieses Annehmen, in diesen ressourcevollen Zustand kommen kann. Ein zusätzlicher Vorteil von dieser Übung Gefühlen allen Raum geben, finde ich noch, dass der Verstand mal merkt, dass nicht das Bekämpfen eines Gefühls zur Erlösung
führt, sondern das Annehmen. Wow, das ist so schön für viele Klienten, die zu mir kommen, zum ersten Mal in ihrem Leben. Die haben vielleicht Jahre und Jahrzehnte lang schon etwas bekämpft. Vielleicht haben die schon Konflikte seit ihrer Kindheit in der Familie. Und zum ersten Mal nehmen sie diese Gefühle an, geben denen allen Raum und sie merken, wow, es löst sich auf. Es geht mir gut. Das ist also für den Verstand unheimlich gut und auch fürs Körpersystem, für alle Zellen, in denen der Schmerz abgespeichert wird. Also, der erste Schritt ist annehmen. Was nicht unbedingt zeitlich gemeint ist, manche Leute wollen vielleicht eher den zweiten Schritt machen, 1, 2, 3, 4, 5, die Schritte der AK-Strategie sind nicht unbedingt linear zeitlich gemeint. Das ist nur, um die Struktur aufzuzeigen, worauf es ankommt, was wichtig ist. Haben Sie zum ersten Schritt zum Annehmen eine Frage, einen Kommentar, einen Buhruf, Zweifel? Bestimmt. Ja, bitte. Mich würde interessieren, Gefühlen einen Raum geben. Wie mache ich das praktisch? Also ich meine, gibt es eine Anleitung, ich kann ja nicht da sitzen und sagen, ja, ich nehme mich alle an. Und dann funktioniert es ja immer noch nicht. Entweder brauche ich Wochen oder Monate, bis ich es dann glaube, oder gibt es etwas Praktisches, wie ich das umsetze? Genau, vielen Dank für die Frage. Die Dame fragt, ob es eine praktische Anleitung gibt für diese Übung, weil sonst würde sie Wochen und Monate lang versuchen, Gefühlen allen Raum zu geben und es klappt dann vielleicht irgendwann mal oder nicht. Genau, vielen Dank für diese super Frage. Das ist eine tatsächlich praktische Übung, die ist übrigens in meinem Buch Die AK-Strategie beschrieben, können Sie zu Hause anwenden. Vielleicht beim ersten Mal sich von jemand anders vorlesen lassen. Und mit der Zeit können Sie das dann aber auch selber anwenden. Es ist eine Übung, die vielleicht, wenn es nicht so ein schlimmes Thema ist, 5 Minuten dauert. Wenn Sie über Jahrzehnte viel verdrängt haben, dauert es vielleicht eine Stunde, 20 Minuten. Das kann man nicht so vorweg sagen. Aber meine Erfahrung ist, mit einer einzigen Sitzung geht das. Ne? Ich arbeite so in 90-Minuten-Slots, 90-Minuten-Zeitphasen und ob sie nun 5 Minuten oder 90 Minuten dauert, ist dann egal. Und dann gehen Sie nach Hause in diesem schönen Zustand und vielleicht kommt ja Ihr schreckliches Gefühl wieder. Wenn Sie wieder an Ihr Burnout denken, wieder an Ihren Arbeitsplatz denken, wieder an Ihre Konflikte denken oder was auch immer Ihr Problem ist, dann kommen Sie ja wieder in diesen Stress. Aber dann können Sie diese Übung wieder machen und jedes Mal, wenn Sie diese Übung machen, kommen Sie in diesen schönen Zustand und entwickeln sich weiter. Auch wenn Sie das vielleicht nicht merken in dem Moment, mit jeder Übung werden Sie mehr gereinigt, geläutert, erleben eine Schwingungserhöhung. Ist die Frage beantwortet? Sehr gut, danke. Noch eine andere Frage zu dem Thema Annehmen, zu dem schwierigsten Thema, was mir die Leute immer sagen. Ja, klar. Können Sie Ihre Definition eines Burnouts mal sagen? Ja, Sie haben gemerkt, ich halte keinen akademischen Vortrag über, was ist ein Burnout, wie grenzt man das von anderen Krankheitserscheinungen ab, was sind die Symptome, was sind die möglichen Auslöser und so weiter. Das kann man heute alles im Internet nachlesen, da gibt es viele Vorträge zu, ich arbeite ziel- und lösungsorientiert, aber ich beantworte die Frage gerne, weil ich festgestellt habe, dass ich zu denen gehöre, die eine etwas andere Definition haben als vielleicht manch andere. Für mich ist ein Burnout nicht nur eine körperliche Erschöpfung. Es wird ja von den Krankenkassen als Erschöpfungsdepression bezeichnet. Also unter der Diagnose darf man dann mit den Patienten arbeiten. Der Begriff Burnout ist noch nicht akzeptiert, aber das macht ja auch nichts. Bei mir kommt dazu, es ist immer eine Frustration und eine emotionale Erschöpfung. Bloß weil ich mich körperlich überanstrengt habe, vielleicht über Wochen mal an einem Projekt gearbeitet habe und völlig K.O. bin oder einen kranken Angehörigen gepflegt habe, das ist kein Burnout, wenn ich dann mit den Nerven am Ende bin. Ein Burnout ist in meiner Wahrnehmung etwas, wo sich über lange Zeit Frustration aufgebaut hat, weil ich einmal, wie man so schön sagt, gebrannt habe, mich engagiert habe, leidenschaftlich an einer Aufgabe war, ob privat oder beruflich, und dann kam aber die Frustration dazu. Ich merke, ich erreiche mein Ziel nicht, das, was ich bewusst oder unbewusst damit erreichen wollte. Und dann kommen diese Symptome, dass man
keine Leute mehr um sich haben kann, dass man alleine sein will, dass die Nerven durchdrehen, die ganzen körperlichen Symptome kommen dazu. Und das ist nicht allein nur eine körperliche Erschöpfung. Beantwortet das Ihre Frage? Würden Sie da sagen, da können Sie mitgehen, oder haben Sie vielleicht noch einen Input, was Ihnen noch wichtig wäre als Faktor? Für mich ist Faktor. Es eine emotionale Erschöpfung. Mhm. Ich wollte nur wissen, wie Sie ja. Genau. Ja, sonst noch eine Frage zu irgendeiner Art? Ja. Erst war es Burn-In und dann das Burn-Out. Burn-In als das Lodern, das ja. Leidenschaftliche. Mhm. Ja. Die Anstrengung, das Ziel zu erreichen und dann eben die Frustration. Mhm. Ja, man sagt ja so, wer lange für etwas brennt, der brennt dann eben auch leicht irgendwann mal aus. Und ich halte das auch für sehr wichtig, selbst wenn man sehr frei auch in seiner Gestaltung ist, seines Tagesablaufs, immer gut darauf zu achten, vor allen Dingen, wenn man mal einen Burnout gehabt hat, so wie ich auch in den 90er Jahren, dass man für den Rest seines Lebens immer sehr gut auf sich achtet und sich spürt, dass man nicht wieder in diese Überdosis an Power kommt, sondern dass man auch wirklich die körperlichen Bedürfnisse berücksichtigt. Das habe ich damals auch nicht verstanden. Ich war leidenschaftliche, angehende Professorin. Ich habe 16 Stunden am Tag gearbeitet und habe nicht realisiert, dass der Körper aber auch mal bei aller Begeisterung mal Pausen braucht. Und dann gehen natürlich auch die Nerven, werden immer dünner. Ne? Noch eine Frage zu dem Schritt? Gut. Dann kommen wir zum zweiten Schritt und dem Entscheidenden, warum Burnout eine Chance ist. Es ist eine Chance zu einem besseren Leben. Ich glaube, dass es ein Weckruf der Seele ist oder unseres innersten Kerns ist, wie immer Sie das nennen möchten. Und dass dieser innere Kern gerne möchte, dass wir ein besseres Leben haben als bisher. Wir meinen normalerweise als Menschen, dass die Entwicklungsstufe, die wir gerade erreicht haben, das Beste ist, was wir haben können. Die meiste Gesundheit, die meiste Fitness, das meiste Geld, die besten Beziehungen, die schönste Wohnung. Aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass unser ganzer Lebensprozess wirklich ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess ist, und dass wir ein immer schöneres, besseres, leichteres, freudvolleres, harmonischeres, gesünderes, erfüllteres Leben haben sollen. Das ist bei all der Arbeit, die ich jetzt seit 14 Jahren mache und ich habe seit 2004 mache und ich habe viele, viele kranke Menschen begleitet, Menschen in Krisen begleitet, Burnout-Betroffene begleitet. Ich komme immer wieder zum Gleichen. Es ist immer eine Chance, höher gehen zu dürfen. Aber wenn wir da in dem Abgrund sind, dann sehen wir das nicht. Und um das sehen zu können, und dann erleichtert es übrigens auch das Annehmen des Burnout, ist der zweite Schritt der AK-Strategie Erkenntnisprozess in Gang setzen. Also was darf ich hier erkennen? Was darf ich hier lernen, wissen, vielleicht verändern und tun? Was darf ich hier heilen? Wie darf ich mich weiterentwickeln? Wie darf ich bewusster werden, weiser werden? Ja. Gibt es Vorzeichen von einem Burnout? Ja. Alles, was Ihnen schon unangenehm ist, an körperlichen Symptomen, an emotionalen Symptomen, kann schon Vorbote eines Burnouts sein. Das Problem beim Burnout ist, dass die Symptome so vielfältig sind, dass es eben oft jahrelang nicht erkannt wird. In der Anfangsphase. Und deswegen, wir sprechen ja auch davon, wie wir das Burnout vermeiden können, würde ich jedem diese 4 bis 5 Schritte der AK-Strategie sowieso ans Herz legen wollen für sein Leben, weil er damit vermeidet Burnout, aber auch andere Konflikte, Krisen, Krankheiten, Katastrophen. Aber gibt es gewisse Berufsschichten, also wo noch mehr gefährdet sind, also wie Management oder ist es durch die ganze Gesellschaftsschicht durch? Ich habe es vorhin schon mal im Interview gesagt, sagen dürfen, ja, es ist sogar so, dass auch Hausfrauen und Mütter
einen Burnout bekommen können. Es geht also wirklich durch fast jede Altersklasse und durch fast jede Berufsschicht. Ursprünglich beobachtet, beschrieben hat man es in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, 70er Jahre waren das, glaube ich, da war es in Pflegeberufen. Das sind ja überwiegend Menschen, die sich sehr für andere engagieren, sich selbst sehr zurücknehmen, sich gar nicht mehr spüren, nur für andere da sind. Und das ist auch eine Variante, die ich beobachte bei den Burnout-Betroffenen, dass die dazu neigen, zu sehr sich für andere und für ihre Aufgaben einzusetzen. Ist die Frage damit beantwortet? Mhm. Sonst noch eine Frage? Also Erkenntnisprozess in Gang setzen. Jeder in jedem Berufsbereich, in jedem privaten Bereich kann ja gut dran tun, noch besser auf sich zu schauen. Eben Liebe, Selbstliebe, Selbstachtsamkeit, Selbstfürsorge. Deswegen kann es auch jeden treffen, egal in welchem Bereich er so enorm sich engagiert. Und um herauszufinden, was denn jetzt eigentlich das ist, was ich erkennen darf und verändern darf, wie ich mir noch ein besseres Leben machen kann, gibt es auch wieder schöne Tools in der AK-Strategie. Und wenn uns nicht hier schon einiges eingefallen ist, klar geworden ist, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal in die Stille gehen, wenn Sie meditieren, wenn Sie Yoga machen, was auch immer Sie machen, um mal zu sich zu kommen, dann haben Sie vielleicht auch schon eine Idee, eine Erkenntnis. Also hier kann das auch schon passieren. Ne? Manchmal löst sich ein Problem sogar schon im ersten Schritt auf. Da gibt es sozusagen eine Spontanheilung eines Konfliktes, einer Krankheit. Durfte ich also auch einige Male beobachten. Ist aber die Ausnahme. Aber Ihnen kann ja in diesem ruhigen Zustand, in diesem ressourcevollen Zustand auch schon eine wichtige Erkenntnis kommen, warum Sie eigentlich in dieser Situation sind, warum es Ihnen so schlecht geht. Um das aber wirklich sicherzustellen, biete ich den zweiten Schritt der AK-Strategie an, nämlich gezielt die Lern-, Heil- und Wachstumschance, wie ich das nenne, herauszufinden. Da gibt es schöne Tools. Sehr häufig ist bei Burnout-Betroffenen auch eine Konfliktsituation oder sogar mehrere da. Viele kommen auch einigermaßen noch zurecht, im Beruf zum Beispiel, bis dann zu Hause privat was passiert, bis jemand verstirbt oder es eine Scheidung gibt oder große Konflikte gibt. Und dann ist es einfach zu viel, das Fass ist übergelaufen und dann brechen sie zusammen. Und für diese Auslöser, wenn es um Konflikte geht, wenn es um Stress am Arbeitsplatz geht, Zwischenmenschliches geht, biete ich meine Lieblingsübung an, die ich Spiegeltechnik nenne. Mit der Spiegeltechnik können wir ganz schnell herausfinden, was ich eigentlich erkennen darf und verbessern kann. Und es geht immer um die Selbstwahrnehmung. Es geht immer um ein inneres Bild, das ich von mir habe, natürlich auch von meinen Mitmenschen und vom Leben generell. Aber es geht in erster Linie, es ist mir so wichtig, dass wir bei uns anfangen, weil der Prozess mit der Selbstachtung, Selbstliebe anfangen muss, behaupte ich ja. Es ist mir so wichtig, dass wir erkennen, wie behandle ich mich, was mir nicht gut tut und wie kann ich das besser machen, wenn ich das möchte. Und dafür ist diese Spiegeltechnik eben eine gute Übung. Es gibt noch eine zweite Übung, die ich sehr gerne anwende, die sehr, sehr tief geht und sehr tiefe Wahrheiten emporbringen kann, die wir vielleicht lange verdrängt haben. Die nenne ich die Zwiesprache mit dem Unbewussten. Das ZUB. Da leite ich den Klienten an, in eine leichte Trance zu gehen, damit er nicht nur mit seinem Oberbewusstsein da ist, mit seinem Verstand da ist, der ist immer da, aber zusätzlich kann er auch noch mit seinem Unbewussten sprechen, in Kontakt kommen und herausfinden, was er erkennen darf, worum es hier geht in dieser Krise. Das ZUB kann man bei jeder Krise anwenden, egal was passiert.
Sind dazu erstmal noch Fragen, Kommentare, dass es darum geht, Erkenntnis zu gewinnen, herauszufinden, was ist hier die Chance in der Krise? Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie auch schon gemerkt, ja, in dem Moment, wo ich erkannt habe, was ich hier erkennen darf, was ich verändern darf, in dem Moment ging es mir schon besser? Nicht? Okay. Wenn wir also herausgefunden haben, was die Lern-, Heil- und Wachstumschance ist, zum Beispiel, dass ich meine Meinung nicht sage, dass ich nicht zu mir stehe, dass ich mich immer nur in Schablonen pressen lasse, dass ich keine Wertschätzung bekomme. Sehr viele Burnout-Betroffene, die am Arbeitsplatz einen Burnout erleben, die sagen, das Schlimmste ist, dass ich keine Wertschätzung bekomme. Es sieht gar keiner, was ich mache. Es ist gar nicht wichtig. Ich bin irgendwie nur ein Automat, der funktioniert. Das sagen sehr, sehr viele. Es geht also sehr oft um Konflikte, um diese Verausgabung. Und dann tun sie ja immer mehr und versuchen immer besser zu funktionieren, aber die Wertschätzung bleibt aus. Das ist das berühmte Hamsterrad. Ne? Wir rennen immer schneller, aber erreichen unser Ziel nicht. Und ich meine eben festgestellt zu haben, dass nicht das im Hamsterrad rennen uns zu unserem Ziel bringt, das Gefühl zu haben, wertvoll zu sein und die Wertschätzung, Anerkennung von anderen zu bekommen, sondern ich meine festgestellt zu haben, jetzt in den 13 Jahren, die ich mich damit beschäftige, dass wir uns das erst selber geben dürfen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass uns auch der Spiegel, deswegen Spiegeltechnik, der andere uns das geben kann. Nach meiner Beobachtung ist es so, alles, was ich mir da draußen wünsche und von anderen wünsche, ist wichtig, dass ich mir das erstmal selbst gebe. Und dann ist das ganz einfach, dann brauche ich da draußen gar nicht mehr zu kämpfen und zu diskutieren und vor Gericht zu gehen und zu argumentieren. Ich mache das sozusagen telepathisch, dass ich dann meine Mitmenschen auf positive Art und Weise telepathisch beeinflusse. Zum Wohle aller Beteiligten, sage ich immer. Macht das Sinn für Sie? Haben Sie das schon mal gehört, dass man sich selbst erst gibt am besten, was man von anderen haben möchte? Sie gucken skeptisch? Nein. Ja, okay. Wow. Ist nicht meine Erfahrung. Also viele sitzen dann schon erstmal erstaunt vor mir und sagen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also bloß weil ich mich verändere und ich mich besser behandle, wird doch der andere mich nicht besser behandeln. Ich habe ein ganz tolles Beispiel, das habe ich auch in meinem Buch und als Video haben wir das, glaube ich, auch gedreht. Auf meiner Website kann man das finden, von jemandem, der wurde gleich zweimal gemobbt. Der war so völlig am Ende, der ist zusammengebrochen auf der Arbeit, wurde krankgeschrieben, konnte nicht mehr hingehen. Der hatte gleich zwei Chefs, die ihn fertig gemacht haben. Und er war auch reiner Rationalist, wie ich früher, und hat nur an das geglaubt, was man so wissenschaftlich glaubt und beweisen kann, war ein Mediziner. Und als ich dem das dann erzählt habe, hat er natürlich zu mir gesagt, also Frau Keil, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Bloß weil ich mich verändere, werden sich doch meine Vorgesetzten nicht verändern. Und dann sage ich immer, kann ich absolut verstehen, dass Sie so denken. So würde ich auch denken, habe ich auch früher gedacht, bis ich Experimente gemacht habe, bis ich es ausprobiert habe. Und ich habe ihm angeboten, es auszuprobieren. Er muss ja nicht dran glauben, wir können es einfach mal ausprobieren. Und das hat er tatsächlich gemacht. Und ich hatte ihm gesagt, entweder verändern die sich oder sie verschwinden aus ihrem Leben. Da hatte er noch gesagt, nein, die sind schon so viele Jahre da, die haben schon so viele fertig gemacht und rausgemobbt und die Geschäftsleitung deckt die. Die haben Familie am Ort und die werden nie weggehen. Und ich sage, tja, das ist ihre Entscheidung. Ich mache ja nur Angebote, ich zwinge niemanden, irgendwas zu machen. Und dann ist tatsächlich passiert, er ist nach Hause gegangen, hat das angewendet
Und so 2 Wochen später kriege ich eine SMS, mein Chef hat gekündigt, der eine. Ich werde den nach meiner Krankschreibung gar nicht, also Gesundschreibung wieder gar nicht mehr sehen. Und wieder kurze Zeit drauf schrieb er nochmal ein SMS und sagte, dem anderen wurde gekündigt, der wurde fristlos entlassen, also freigestellt. Das, wenn ich es nicht erleben würde, ich würde es nicht glauben. Das hört sich jetzt alles ziemlich verrückt an, ich weiß. Wie gesagt, ich möchte auch niemanden was aufzwingen oder behaupten, sie müssen mir das jetzt glauben. Ich will auch nicht, dass sie mir es glauben, weil sie meine Nase nett finden. Probieren Sie es aus. Ich würde mich freuen, wenn Sie es selber ausprobieren würden, wenn Sie auch Experimente machen würden, wie ich das damals gemacht habe. Viele, viele Fallbeispiele, die Sie vielleicht ermutigen und motivieren und inspirieren, finden Sie auf meiner Website in den Videos und in meinen Büchern und in meinem Blog. Weil ich habe das Gefühl, oder das ist meine Aufgabe, die Menschen zu motivieren, zu inspirieren und zu ermutigen, sich wirklich für sich einzusetzen und sich selber ein besseres Leben zu erschaffen und nicht darauf zu warten, dass die da draußen sich ändern werden oder dass sich die Wirtschaftssituation verändern wird oder was auch immer, sondern dass wir erkennen, dass wir da viel mehr in unseren eigenen Händen haben, dass wir die Macht in unserer Welt sind. Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, ist mir klar, da hört sich das sehr, sehr merkwürdig an. Aber jeder kann Experimente machen. Eine Frage aufgekommen dazu? Ein Kommentar? Ja? Gedanken erschaffen ja Realität. Ja. Und alles, was wir mit Energie speisen, das wird immer stärker. Ja. Egal, ob positiv oder negativ. Ja. Gedanken erschaffen Realität. Wir speisen mit dieser Gedankenenergie die Dinge, die wir dann verstärkend erschaffen, ja. Sehen Sie das auch so? Aber, bitte? Ich weiß. Sie wissen das, ja. Ich sage auch, es ist mein Wissen, meine Wahrheit, weil ich es erfahren habe. Und ich finde, das kann man nicht einfach irgendwo nur lesen oder von der Kanzel herunter gesagt bekommen und dann glaubt man das, dann muss man das glauben. Ich glaube nur noch an das, was ich selber am eigenen Leib erfahren habe. Und das möchte ich auch anderen Menschen ans Herz legen, nicht irgendwas zu glauben, was sie mal irgendwo von einem charismatischen Menschen gehört oder gelesen haben, sondern dass sie es wirklich selber ausprobieren und am eigenen Leib erfahren. Und dann stehen sie so felsenfest dazu und gehen so zielgerichtet diesen Weg, dass sie sich da nicht mehr von abbringen lassen. Und das ist die Voraussetzung für ein glückliches, gesundes, erfülltes Leben, wo man dann auch irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man wieder andere Menschen damit anstecken kann, finde ich. Hier an dieser Stelle, weil ich ja niemandem etwas aufdringen möchte, würde ich dann dem Burnout-Betroffenen anbieten, mal in sich zu spüren und sich zu fragen, möchte ich das verändern, was ich jetzt erkannt habe? Möchte ich weniger arbeiten? Möchte ich meine Meinung sagen lernen? Möchte ich lernen, zu mir zu stehen? Möchte ich lernen, mich besser wahrzunehmen, mich besser auszudrücken? Was immer es ist, es kann ja eine riesen Palette von verschiedenen Dingen sein, die gerade individuell wichtig sind. Die meisten sagen schon, sie möchten sich verändern, aber wenn es mal 1, 2 gibt, die sagen, nö, das bin ich, ich bin schon immer so gewesen, ich will mich nicht verändern, dann akzeptiere ich das auch. Weil natürlich die Basis, hier diese Liebe, dieses Annehmen von allem, was ist, natürlich auch für mich als AK-Strategie-Coach oder Beraterin gilt. Ich dränge natürlich auch niemanden was auf und nehme den Klienten so an, wenn er sagt, ich will mich nicht verändern. Das sage ich auch immer den Coaches, die ich ausbilden darf. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Drängt niemandem etwas auf. Also frage ich hier, möchten Sie sich verändern? Wenn die sich verändern möchten, dann gehen wir zum dritten Schritt über. Veränderungsprozess in Gang setzen. Und dieser Veränderungsprozess, der besteht immer aus 2 Teilen. Das ist einmal das veränderte Denken über mich. Es geht jetzt wirklich nur ums Denken, um Überzeugungen, um innere Bilder, die ich von mir habe. Ich
Ich nenne das jetzt mal positives Denken, Mentaltraining, kennen Sie vielleicht. Vielleicht haben Sie schon mal Mentaltraining gehört, vielleicht haben Sie schon mal positives Denken gehört, vielleicht das, was Sie gesagt haben, geht vielleicht auch in die Richtung. Gedanken erschaffen Realität. Und wenn ich immer denke, ich kann nicht, ich darf nicht, ich erlaube mir das nicht, dann tue ich es auch nicht. Aus dem Denken entsteht das Handeln. Wenn ich aber denke, ich darf und ich bin das wert und ich habe es verdient und ich erlaube es mir, was immer ich da erfahren habe, dann werde ich das auch tun. Nicht von heute auf morgen vielleicht, aber Voraussetzung dafür, dass ich mein Verhalten und mein Gefühl verändern kann, ist, dass ich anders denke. Das ist jetzt einfach meine Beobachtung. Ich habe Experimente gemacht und verschiedene Schritte der AK-Strategie mal weggelassen und habe festgestellt, nein, es braucht diese 4 Schritte. Den 5. Schritt kann man weglassen, deswegen ist der optional, aber die 4 nicht, über die ich jetzt sprechen werde, nach meiner Erfahrung. Also das veränderte Denken über mich, über meine Fähigkeiten, über das, was ich darf, was ich mir erlaube, wer ich bin. Es geht ja immer um Selbstfindung, Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis. Nur dann, wenn ich mich selbst immer besser kennenlerne, kann ich mich auch selbst heilen und meine Situation, meine Umstände. Da arbeite ich mit positiven Kognitionen, wie wir das in der Verhaltenstherapie sagen, kognitiven Verhaltenstherapie sagen, oder mit Affirmationen, kennen Sie den Begriff vielleicht auch, oder manche von Ihnen, das sind einfach bejahende, bestärkende Sätze. Da ist ganz wichtig, dass ich die positiv formuliere und dass da keine Negationen drin sind, kein Nicht und kein Kann. Aber das würde jetzt zu tief gehen, Anleitungen gibt es dafür in meinem Buch. Also das ist das Denken, das ist wirklich nur die geistige Ebene, mentale Ebene. Dann gibt es den 2. Schritt unter 3. Ja, wenn ich jetzt anfange, anders über mich zu denken, dann kann das ziemlich lange dauern, bis dieses neue Denken von mir, ich darf Nein sagen, ich darf mich abgrenzen, ich darf mich für mich einsetzen, meine Gefühle und Bedürfnisse sind wertvoll, ich darf mich auch mal um mich kümmern. Wenn ich mir das immer wieder sage, dann wird das schon irgendwann in mein Unbewusstes hineinsickern. Aber das kann ziemlich lange dauern. Und glücklicherweise gibt es heute ganz tolle, moderne Methoden, mit denen dieses neue Denken viel schneller ins Unbewusste geschleust werden kann, sodass es zum Automatismus wird, dass es uns in Fleisch und Blut übergeht, als das mit, ich sage mal, konventionellen Methoden möglich ist bisher. Die Methoden, mit denen ich da arbeite, sind NLP, neurolinguistisches Programmieren heißt das. Haben Sie vielleicht schon mal gehört, das kennt man auch aus dem Business-Kontext. Wird auch manchmal negativ verwendet, um zum Beispiel Verkaufszahlen zu pushen, Menschen zu manipulieren. NLP ist so eine kraftvolle Methode, dass man sie auch negativ einsetzen kann, indem man Macht über andere ausübt. Das ist natürlich nicht im Sinne der AK-Strategie. Ich verwende und meine Coaches verwenden NLP nur, um den Menschen zu fördern, das Gegenüber, egal ob es mein Kunde ist oder mein Klient ist oder ob ich ihm was verkaufen möchte. Das Verkaufen ist dann ein Anbieten und wir möchten ihm nur etwas anbieten, wenn es für ihn auch gut ist. Dann arbeite ich mit Psyche. Das wird Psych-K geschrieben. Das ist eine Kombination von Mentaltraining und Kinesiologie. Kinesiologie sagt Ihnen vielleicht was. Da geht es um ganzhirniges Lernen, also nicht nur mit den 5% Oberbewusstsein, Verstand lernen, sondern auch mit dem emotionalen, räumlichen, mit der rechten Hirnhälfte. Das geht dann viel schneller ins Unbewusste. Ich habe festgestellt, dass wenn wir ein positives Denken, ein verändertes Denken ins Unbewusste schleusen wollen, braucht es manchmal nur eine einzige NLP- oder Psyche-Übung und dann kann der das. Dann zeigt er schon dieses neue Verhalten oder neue Gefühl. Man kann mit einer einzigen Übung Phobien auflösen, Traumen auflösen. Das ist absolut faszinierend.
Es gibt nie eine Garantie im Leben. Manchmal dauert es auch länger. Ich habe einfach nur festgestellt, dass wenn wir diese modernen Methoden noch zusätzlich anwenden, dann dauert es nicht 3 Jahre, bis ich mir endlich erlaube, mich für mich einzusetzen, sondern vielleicht 3 Monate oder 3 Wochen oder 3 Tage. Ich habe aber auch schon erlebt, dass die Leute rausgegangen sind aus so einer Übung, aus so einer Sitzung. Und wenn wir uns das nächste Mal getroffen haben, haben sie mir erzählt, oh ja, gleich am ersten Tag danach habe ich schon so eine herausfordernde Situation gehabt. Und auf einmal konnte ich das, was ich wollte. Ich habe mich abgegrenzt, habe Nein gesagt oder Ja gesagt, wo immer es drum ging. Und dann arbeite ich noch gern mit Hypnotherapie, auch eine ganz tolle Methode, um das veränderte Denken über mich selbst ins Unbewusste zu schleusen. Haben Sie eine Frage dazu? Kommentar. Das ist wie in der Schule. Zu den Methoden, das ist ja Tun in der Außenwelt, nenne ich das. Zu den Methoden gehört übrigens alles andere auch, was Sie vielleicht noch tun können, um gut auf sich zu schauen, um diesen Veränderungsprozess in Gang zu setzen und durchzuführen. Das können sein, vielleicht merken Sie, mir täte ein Kommunikationskurs gut. Ich empfehle gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, eine ganz tolle Methode, um seine Bedürfnisse auszudrücken und aber gute Beziehungen, harmonische Beziehungen dabei behalten zu dürfen. Vielleicht wird Ihnen auch nahegelegt, hier bei Erkenntnis gewinnen, einen Yoga-Kurs zu machen oder einen Walking-Kurs oder mehr Sport zu machen oder was auch immer. Jede Methode, alles aktive Tun in der Außenwelt fällt darunter. Und deswegen ist die AK-Strategie eine integrative Methode. Es ist nicht so, dass wir sagen, ich habe einen Burnout und jetzt mache ich nur die AK-Strategie, entweder AK-Strategie oder Methode XY oder Psychotherapie XY, sondern es ist eine integrative Methode, die meine Coach sagen mir, das habe ich durch die lernen dürfen, die haben viele Ausbildungen gemacht, viele Sachen gelernt, von A bis Z, aber sie sagen, die AK-Strategie gibt ihnen Rahmen. Darunter kann man alles einordnen. Das ist die innere Herangehensweise, die innere Haltung an das Problem oder die Zielführung. Und da kann alles drunter eingeordnet werden. Also sogar bis hin zu Medikamentenoperationen. Beim Burnout kann vielleicht auch mal ein Medikament vorübergehend als Hilfe, als Brücke wirken. Ich bin nicht dafür, dass man sich bis an sein Lebensende mit Medikamenten zustopft, aber vollstopft. Aber es kann als Brücke mal nützlich sein. Aber mit der Bewusstseinsveränderung kann man dann nachhaltig wirken. Deswegen ist meine Beobachtung, dass die AK-Strategie eine ganzheitliche, sanfte, weil sie Symptomverschiebungen vermeiden hilft, auch nachhaltige und eine integrative Methode. Wer also für ganzheitliche Methoden offen ist, könnte sie sich ja mal näher anschauen. Dann kommen wir zum vierten Schritt. Ich habe den vom dritten geteilt, der ist ähnlich, aber es ist mir wichtig, ihn zu separieren, weil hier geht es um das veränderte Denken über das Nicht-Ich, wie ich das nenne, über die Welt außerhalb von mir. Im Fall von Burnout vielleicht über meinen Arbeitsplatz, über meine Kollegen, über meine Familie, über wer auch immer mich nervt, mich emotional belastet, stresst, dass ich auch anders über mich und meinen Körper denke. Also das Nicht-Ich fängt bei mir schon beim Körper an. Da werde ich öfter gefragt, warum? Ich bin doch mein Körper gehört doch zu mir, nicht in meiner Wahrnehmung. Ich glaube, dass wir mehr sind als der Körper und ich es nicht für sinnvoll halte, dass wir uns mit unserem Körper identifizieren. Deswegen ist der Körper bei mir einfach unter Schritt 4 schon dabei. Einmal geht es ja darum, selbst wenn ich ein körperliches Symptom habe, Rückenschmerzen oder so,
oder Verdauungsprobleme oder Gewichtsverlust oder Zunahmesymptome beim Burnout können das sein oder Schlafstörungen. Da darf ich ja einmal etwas erkennen, da denke ich etwas über mich. Ich darf das Denken über mich, meine Selbstwahrnehmung verändern. Und zum anderen ist es aber auch wichtig, unter Schritt 4 mir dann vorzustellen, dass ich ein super guter Schläfer bin, dass mein Körper schnell in die Entspannung kommt und in der Lage ist, tief und fest zu schlafen, 7 Stunden, 8 Stunden. Das wäre dann ein Denken über meinen Körper, meine Systeme, mein Nervensystem. Das positive Denken oder veränderte Denken über das Nicht-Ich. Wir haben ja oft das Gefühl, es gäbe negative Konsequenzen, wenn wir achtsam mit uns umgehen, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse wahr und ernst nehmen und uns für diese einsetzen. Und dann kommen andere Leute oft ins Spiel. Wir denken, wenn wir das jetzt machen, dann sind die sauer oder wütend oder traurig oder kriegen einen Herzinfarkt. Das gibt es natürlich auch. Dass Klienten zu mir kommen und sagen, ich kann mich nicht verändern, dann kriegt mein Vater oder meine Mutter einen Herzinfarkt. Das sind ja wahnsinnige Zwänge, denen wir da unterliegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch ein verändertes Denken über den anderen beginnen. Dass wir dem auch was zutrauen. Dass der auch eine starke Person ist. Für den gilt ja das Gleiche wie für uns. Auch der kann in einen ressourcevollen Zustand kommen. Auch für den geht es darum, dass er erkennt, dass er die Macht in seiner Welt ist. Dass er wirklich alles in seinen Händen hat. Und wie Sie gesagt haben, mit seinen Gedanken auch seine Realität erschafft. Und jetzt sage ich vielleicht wieder etwas sehr Provokatives. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass wir dem anderen gar keinen Gefallen tun, wenn wir dem immer alles recht machen. Wir nehmen ihm nämlich seine Chance der Veränderung, der Verbesserung seines Lebens, wenn wir ihn in Watte packen und mit Samthandschuhen anpacken. Das klingt brutal. Ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, was für eine große Herausforderung das ist. Aber ein Mensch, dem wir immer wieder die Hand reichen und ihn ein bisschen aus seinem Elend heraushelfen, der kann sich nicht in seine Mitte bewegen, der kann sich nicht in seine Stärke, Kraft und Macht bewegen. Der wird immer abhängig bleiben, dass andere ihn in Watte packen und möglichst so behandeln, dass es ihm nicht allzu schlecht geht. Aber es wird ihm immer schlechter gehen, nach meiner Erfahrung. Oder? Haben Sie andere Erfahrungen gemacht? Kennen Sie sowas? Dass Sie jemanden immer betüttelt haben, immer nachgegeben haben, sich immer um ihn gekümmert haben und anstatt, dass es ihm immer besser ging, ging es ihm immer schlechter? Also das positive Denken über das Nicht-Ich. Und da geht es auch um die Wirtschaftslage, um die politische Lage, um die Finanzsysteme. Wenn ich immer nur negativ über die denke und den Teufel an die Wand male, wie ich das gerne nenne, und vom Teufel spreche, ganzen Tag mir die negativen Nachrichten reinziehe, ganzen Tag mit meinen Kumpels drüber spreche oder abends am Stammtisch drüber spreche, nach meiner Erfahrung verstärken wir die Gefühle, die Realität. Sollte man nicht mehr. Beherzigen Sie das. Ja. Only bad news are good news. Ja, das also, ist in den Massenmedien. Ich möchte sagen, es ist nicht alles negativ. Inwiefern? Ich finde auch, wie ich eingestellt bin, ich finde in jeder Zeitung auch positive Sachen. Oder? Das ist auch so, ja. Und darum finde ich nicht einfach... So generell. Ja. Es gibt auch positive Sachen, ja. Und gucken wir mit der Libo immer die letzte Seite, wo die Babys immer geboren werden. Das ist so, und am Ende der Nachrichten kommt ja auch dann, da wurde eine Kunstausstellung eröffnet oder so. Ne? Sie haben vollkommen recht. Man kann es sich prozentual angucken. Wie viel Prozente des Tages denke ich über Dinge nach, von denen ich nicht noch mehr möchte?
Also alle, die hier sind und sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, das stimmt nicht, dass wir mit unseren Gedanken und inneren Bildern und Überzeugungen unsere Realität erschaffen, probieren Sie es aus. Kann ich nur sagen, probieren Sie es bitte aus und schauen Sie mal, wie viel negative Gedanken Sie am Tag denken. Negativ im Sinne von, das ist nicht das, was ich in der Zukunft erleben möchte. Ich habe es ja selber nicht geglaubt. Ich musste 39 Jahre alt werden, schwer krank, stand vor der IV-Rente, um endlich aufzuwachen und mich mal für was anderes zu öffnen, für eine neue Idee. Ich kann Ihnen auch nicht beweisen, dass es so ist. Ich kann Ihnen nur zeigen, anhand meines eigenen Entwicklungsweges und vieler, vieler Fallbeispiele, Klienten, die ich begleiten durfte, wenn man es anpackt, kann man seine kühnsten Träume noch übertreffen. Das ist ja mein Motto, kühnste Träume übertreffen. Weil wir nicht nur unsere Probleme auflösen können und nicht nur unsere Ziele erreichen können, sondern das Leben wird dafür sorgen, dass wir unsere kühnsten Träume übertreffen, dass wir etwas erleben, was wir uns nicht hätten ausdenken können. Als ich vor 13 Jahren nach Davos gegangen bin, wollte ich irgendwie einfach nur überleben. Und dann kam langsam so die Idee, als es mir besser ging mit der Kraft der Gedanken, vielleicht kann ich doch wieder arbeiten. Vielleicht ein ganz kleiner KV-Job. Ich bin zwar überhaupt keine KV-Frau, aber so ein Bürojob habe ich gedacht. So 9-to-5 haben meine Ärzte gesagt. Vielleicht können sie das wieder. Ich habe mich beworben wie eine Verrückte. 13 Mal allein in unserem Knochenforschungsinstitut in Davos. Und ich habe visualisiert und mir das vorgestellt und affirmiert. Und es hat nicht funktioniert. Ich weiß, warum es nicht funktioniert hat. Weil ich hier heute stehen soll und andere Menschen motivieren soll, ermutigen soll und inspirieren soll. Weil ich anderen Menschen zeigen darf, die sich dafür interessieren, wie sie ihr Leben verbessern können. Ich gehöre nicht in einen kaufmännischen Beruf. Aber ja? Nach so einem Vorfall erlebt man wahrscheinlich die Natur ganz anders, der Duft der Blumen ja. Und so, wenn man dieses Stadium hinter sich hat. Absolut. In der Natur von Davos, an diesem Kraftort, in dieser Bergwelt, habe ich ein Einssein erleben dürfen. Ne? Habe ich die Natur wirklich wahrgenommen. Manche rennen ja heute noch so durch die Natur, einfach nur schnell, schnell, schnell. Ne? Und wenn man aber sich selber wahrnimmt und achtsamer wird, dann tun sich Augen und Ohren auf. Und dann nimmt man viel mehr wahr. Man nimmt den anderen Menschen wahr, seine Energie wahr, man nimmt die Natur wahr. Man lernt sie auch schätzen. Man denkt darüber nach, was wir Mutter Erde eigentlich antun. Es kann auch etwas unangenehme Folgen haben, nämlich dann, wenn ich in die Großstadt gehe. Ich gebe zu, ich habe da Mühe, wenn ich ein paar Monate in Davos gewesen bin. Ich gehe dreimal die Woche vormittags auf die Schatzalp, durch meinen Wald da, nach oben, Panorama schauen, Kaffeechen trinken. Und dann gehe ich mal nach Zürich. Da merke ich, wie ich die Augen und Ohren offen habe, wie ich von dieser Reizüberflutung bedrängt werde. Dann merke ich richtig, wie ich so die Schotten zumachen muss, um da überhaupt ein paar Tage mal sein zu dürfen. Also man wird viel achtsamer, viel empfindlicher, empfindsamer. Ich brauche heute viel Ruhe für mich, viel Stille, viel in der Natur sein. Und finde das eine Riesenbereicherung. Ja, noch eine Frage dazu? Dann gehe ich zum fünften und letzten Schritt über. Passt gerade ganz gut. Hier frage ich immer die Menschen dann, darf ich fragen, weil ich habe größten Respekt davor, ich bin ja auch so gewesen bis vor 13 Jahren, darf ich fragen, sind Sie reiner Rationalist? Glauben Sie nur an Materie und Physik? Oder glauben Sie, dass es noch irgendwas anderes gibt? Und manche sagen dann, ich glaube nur an Materie und Physik. Alles andere ist Quatsch. Dann ist das okay. Dann ist die AK-Strategie für ihn hier beendet. Und das Schöne ist, sie funktioniert trotzdem. Weil ich glaube, mittlerweile festgestellt zu haben, dass der fünfte Schritt oder ansatzweise hier schon subtil mit drin ist. Wenn die aber sagen, ja, ich glaube schon, dass es da noch irgendwas anderes gibt, dann frage ich vielleicht, darf ich fragen, wie sie das nennen? Viele haben kein Wort dafür, ist auch nicht nötig.
ich biete dann einfach an zu sagen, können wir vielleicht höhere Weisheit und Kraft sagen oder Leben, das Universum. Ich habe die ersten Jahre immer Universum, das Leben gesagt. Mittlerweile hat sich das für mich geändert, weil 2011 sind mir die Engel erschienen. Die habe ich zwar vorher immer belächelt, die Leute, die mit den Engeln unterwegs waren und zu Engelseminaren gegangen sind. Mittlerweile gebe ich selber Engelseminare. Sie sind eine riesige Bereicherung für mich. Haben jetzt nicht direkt was mit der AK-Strategie zu tun, aber da die AK-Strategie eine integrative Methode ist, kann man es natürlich kombinieren. Also es ist egal, ob man es Engel oder Krafttiere oder Lehrer, Schamanen sagen offensichtlich auch gern Krafttier oder Lehrer oder Gott nennt, irgendeine höhere Weisheit oder Kraft. Wenn jemand daran glaubt oder wenigstens ein bisschen daran glaubt, dann kann er den fünften Schritt der AK-Strategie noch machen. Und das nenne ich einfach die höhere Weisheit und Kraft um Unterstützung und Führung bitten. Das ist so eine Bereicherung, macht das Leben so viel leichter. Seit 2011 weiß ich, dass das Leben noch viel schöner, noch viel leichter sein kann, als ich mit der AK-Strategie schon herausfinden durfte. Und das gilt natürlich für den ganzen Prozess. Wie gesagt, das ist eine Strukturierung. Ich bin halt noch ein bisschen Wissenschaftlerin, ich habe es noch gerne strukturiert. Heißt nicht lineares Vorgehen, zeitliches Vorgehen, sondern das sind die 4 bis 5 Lebensgesetze oder Schritte, die wichtig sind, um ein Burnout oder eine andere Krise in eine Chance zu verwandeln und wirklich den Hebel umzulegen und aus dem tiefen Tal rauszukommen und wieder in ein helleres, lichteres, leichteres, freudvolleres, gesünderes, erfüllteres Leben zu gehen, den Herzensweg herauszufinden, auch die Berufung zu finden. Meine Universitätskarriere war nicht meine Berufung. Ich weiß heute, dass es ein wichtiger Teil war. Wir haben das vorhin anklingen lassen, dass das ja eigentlich irgendwie was ganz anderes ist, was ich früher gemacht habe. Heute weiß ich, warum das so wichtig war. Ich habe damals natürlich sehr viel gelernt, auch Seminare zu geben, Vorträge zu halten, zu forschen, Zusammenhänge zu erkennen, Bücher zu schreiben, Aufsätze zu schreiben. Das mache ich jetzt auch alles, aber halt mit anderen Inhalten. Also, wir können bei all dem Prozess, bei unserem Entwicklungsprozess, bei unserem inneren Wachstum, bei unserem Herzensweg, können wir immer die höhere Weisheit und Kraft um Unterstützung und Führung bitten. Und was mir noch wichtig ist zu sagen, das hier fällt ja den meisten am schwersten. Mir auch. Ja? Eine Katastrophe annehmen, Burnout annehmen, Krise annehmen, Tod annehmen, ist für die meisten das Schwerste. Und das ist wichtig, dass wir das während des ganzen Veränderungsprozesses machen. Erkenntnisgewinnung reicht manchmal einmal. Wenn es ein komplexes Thema ist, kommen wir vielleicht in 3 Monaten zu einer anderen Facette, dann dürfen wir was anderes erkennen. Aber dieses Annehmen und Loslassen vom Kämpfen, das würde ich jedem ans Herz legen wollen, für den Rest seines Lebens zu praktizieren. Weil das Leben dann viel leichter wird und in Fluss kommt. Das wäre mein Vortrag. Noch eine Frage dazu, Kommentar. Boah, super in der Zeit. Aber wenn noch eine Frage wäre, ansonsten können wir ja auch noch beim Apero ein bisschen diskutieren. Ich würde auch sagen, wir sind noch hier, Angelika ist noch hier, wenn jemand Interesse hat, mit ihr sprechen möchte oder mit uns in den Produkten, wir freuen uns sie und geben gerne Antwort. Ja, ich möchte dir danken. Also ich fand es persönlich ein extrem spannender Vortrag, auch wenn man vielleicht nicht direkt mit Burnout konfrontiert ist, der eine oder andere. Einfach dieses kühnste Träume übertreffen, da will sich sicher niemand ausschließen. Da möchten alle daran teilhaben und ich denke auch, dass wir noch viel machen können, viel Potenzial haben. Und ich danke dir für deinen interessanten Vortrag. Ich danke dir vielmals und Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Beteiligung, Ihr Engagement. Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen uns austauschen können.
wenn Sie mal in meine Bücher hineinschauen wollen, die liegen dort. Schöne Aquapräsen-Produkte sind da in den wunderschönen Schränken präsentiert und für Fragen stehen wir, wie gesagt, gerne zur Verfügung. Vielen Dank und sonst kommen Sie dann später gern gut nach Hause. Ich würde mich dann begleiten, wo ich auch noch vorgesorgt, wer noch Hunger hat oder Durst, bitte bedienen. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite auch noch den Damen herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn noch ein bisschen reger Austausch stattfindet und wir vielleicht bei dem einen oder anderen Gläschen, ob Alkohol oder ohne Alkohol oder einem Häppchen, uns noch vielleicht kennenlernen oder Fragen sind. Ansonsten kann ich schon verkünden, im März haben wir einen spannenden Vortrag schon in unseren neuen Räumen in Sevelen. Wir haben dort den Aufbau eines Vitalcenters vor, beziehungsweise geplant. Zum Frühsommer werden die Vorträge demnächst dort haben, weil wir doch immer mehr Leute sind. Das ist dann der Histengast, dieses wunderschöne renovierte Haus unter Denkmalschutz nach den drei Königen auf der linken Seite an der Hauptstraße. Wird dann auch geschildert sein und es wird am 18. haben wir den, glaube ich, März, den nächsten Vortrag, aber wir schicken die Newsletter und wer keine Newsletter bekommt von uns, kann sich bei meinen, wir können das hier eintragen, haben eine Liste, immer, wir müllen also nicht zu mit Mails, sondern die Newsletter sind unregelmäßig, aber speziell für die Vorträge und am 28. April haben wir den Marc Girardelli bei uns, der wird über ein ganz spannendes Thema sprechen. Also wir haben noch viele Sachen vor dieses Jahr und freuen uns über Ihr reges Interesse. Also von mir auch nochmal, kommen Sie gut nach Hause und ich hoffe, ich sehe den einen oder anderen dann wieder zur nächsten blauen Couch. Dankeschön.